Hallo und herzlich willkommen. Darf euch und Sie begrüßen zur Pressekonferenz vor dem Hansaheim-Spiel gegen den SV Sandhausen am Freitag um 18.30 Uhr. Das Stadion öffnet um 16.30 Uhr, die Tageskassen auch. An den Tageskassen wird es unter anderem auch Karten für das übernächste Heimspiel gegen Nürnberg geben und fürs Weihnachtssingen im Ostseestadion. Alle Informationen wie immer auf unserer Homepage. Und es ist ja ein ganz besonderer Spieltag. Gemeinsam mit der Fanszene Rostock haben wir ja viele Spendenaktionen zugunsten der Tafeln in Mecklenburg-Vorpommern auf die Beine gestellt. Freuen wir uns natürlich, wenn auch medial darüber noch berichtet wird und dafür Werbung gemacht wird. So, jetzt kommen wir zum Sportlichen. Gemeinsam mit unserem Cheftrainer Jens Hertel. Jens, ich hoffe, Personalsituation sieht gut aus oder gibt es was zu beklagen? Also, hallo erst nochmal offiziell in die Runde. Nein, also im Großen und Ganzen ist alles so wie zuletzt. Also Pascal nach wie vor mit seinen Rückenproblemen noch nicht dabei. Maurice Littka hat jetzt in der Reha auch einen kleinen Rückschlag erlitten. Also ist dann jetzt auch nochmal so ein Stück weit zurückgeworfen worden. Müssen wir mal schauen, was die nächsten Untersuchungen zeigen. Und dann Simon und Sheriff haben jetzt komplett eigentlich mittrainiert. Da müssen wir aber noch abwarten, wie sie jetzt so die Gesamtbelastung vertragen haben, ob das alles so stimmt. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also morgen ist ja nochmal Training und Freitag früh auch. Und dann müssen wir uns erst festlegen. Okay, dann geht's weiter mit Sönke Fröbe von der Ostsee-Zeitung. Oh, ganz kurz, Sönke, aufs Mikro warten. Können Sie bei Moritz Littka ganz kurz nochmal vielleicht genauer werden, was er da erlitten hat? Reha in Hamburg noch? Oder? Ja, bei der Reha ist er hatte dann halt bei einer Übung hat es dann auf einmal im Knie hat er richtig Schmerzen gehabt. Aber was das jetzt genau ist, das muss erst, wie gesagt, erst untersucht werden. Da muss man dann nochmal genauer mit den Ärzten sprechen und die können dann eine genauere Aussage machen als ich. Aber im Moment ist es so, dass er halt erstmal raus ist, auch aus der Reha, erstmal komplett Ruhe macht und man jetzt erstmal schaut, wie es da generell weitergeht. Auch wenn Sie natürlich kein Arzt sind, aber es ist absehbar, ob er nochmal zurückkehrt in dieser Saison? Naja, also das kann ich jetzt hier erst, ich habe gestern mit ihm gesprochen und da war natürlich erstmal niedergeschlagen, weil er natürlich schon ganz gut drauf war, relativ viel gemacht hat in der Reha. Und jetzt müssen wir eben sehen, was dann bei den Untersuchungen rauskommt und dann kann man das dann halt bewerten. Aber ich werde jetzt hier keine Wasserstandsmeldung irgendwo abgeben. Adrian Wittwer von der Bild-Zeitung. Einmal vielleicht einmal noch bei Verletzten bzw. Ex-Verletzten. Könntest du nochmal bei Simon Rein sagen, rührt er das nochmal von dieser Fußüberlastung? Waren es dann nochmal diese muskulären Nachwirkungen? Oder? Genau, also wie gesagt, er hat ja dann jetzt neue Einlagen bekommen. Das ist dann immer ein Stück weit eine andere Statik und hat jetzt so ein bisschen Probleme im hinteren Oberschenkel. So, deswegen müssen wir da mal schauen, wie sich das jetzt macht und wann er das halt adaptiert, dass er dann seinen Körper sich daran gewöhnt, dass die Statik jetzt dann doch ein bisschen andere ist. Das dauert in der Regel ein bisschen. Aber wie gesagt, er hat jetzt eben alles mittrainiert, alle Einheiten. Stefan Ley vom NDR Fernsehen. Jetzt geht es in den Endspurt. 3 Spiele, alle innerhalb von 9 Tagen. Mit welcher Ausbeute würden Sie denn zufrieden in die Winterpause gehen? Tja. Das ist jetzt nicht keine ganz so einfache Frage, weil ich gebe ungern Prognosen ab. Wir sollten uns jetzt also, glaube ich, auch noch nicht auf alle 3 Spiele beziehen, sondern wir haben jetzt ein extrem schweres Spiel gegen Sandhausen vor der Brust und an das andere denke ich noch gar nicht. Also Sandhausen spielt 11 Jahre am Stück 2. Liga. Also wenn eine Mannschaft weiß, wie Abstiegskampf geht, dann ist es der SV Sandhausen, weil die sind mit allen Wassern gewaschen und sind schon seit Jahren immer irgendwie in dieser Situation und haben es immer geschafft. Und deswegen wird das für uns am Freitagabend hier eine richtig schwere Aufgabe. Das haben wir in den letzten Jahren eben auch gesehen, dass es halt 2 unterschiedliche Spiele waren. Also ich glaube, hier waren wir dominant, da waren die mit dem Punkt gut bedient, aber dort haben wir das Spiel gewonnen. Aber das war dann halt auch recht glücklich. Und wenn man jetzt so die Mannschaft auch sieht, die haben sicherlich auch, sind noch mal variabler geworden, haben ein paar gute Fußballer dazugekriegt, ihre Achse eigentlich im Großen und Ganzen behalten. Deswegen wundert es mich eigentlich, dass sie ja, zu wenig Punkte eigentlich haben für das, was sie in dieser Saison gespielt haben. Und das kann aber gerne noch eine Weile so bleiben. So, wir wollen natürlich jetzt dranbleiben, wenn es geht, hier 3 Punkte holen, dann haben wir 20 und dann wären wir schon besser als im letzten Jahr. Und deswegen fokussieren wir uns erstmal auf das Spiel und alles Weitere können wir dann beantworten, wenn das Spiel gespielt ist. Adrian.
Es ist ein bisschen kurios, dass Sandhausen und Hansa exakt das gleiche Torverhältnis, also sowohl geschossenen als auch bekommenen Tore. Sandhausen hat ein paar Punkte weniger. Was unterscheidet denn die beiden Mannschaften? Wo ist denn aus Ihrer Sicht der Unterschied, dass Sandhausen ein paar Punkte weniger hat als Hansa? Ja, weil sie halt in entscheidenden Momenten halt die Spiele zum Anfang der Saison haben sie durchgekriegt, haben, glaube ich, zu Hause Bielefeld und Düsseldorf geschlagen. Und dann haben sie es halt nicht mehr ganz, haben sie nochmal Magdeburg geschlagen. Aber ansonsten haben sie dann halt auch viele Unentschieden, wo sie dann halt die Spiele dann nicht mehr durchgekriegt haben oder eben am Ende des Tages noch verloren haben, wie gegen Nürnberg in der Nachspielzeit. Und deswegen kommen sie dann halt in so eine Phase, wo es dann halt ein bisschen schwieriger auch für sie ist. Das ist für alle Mannschaften so. Wenn du länger nicht gewinnst, dann werden alle ein Stück weit unruhig. Die haben natürlich ein anderes Umfeld als wir hier. Aber so direkt jetzt Gründe, warum wir jetzt ein paar Punkte mehr haben als sie, kann ich jetzt eben nicht ausmachen, weil sie haben einen guten Kader, wo ein paar Jungs spielen, die reichlich Erfahrung in dieser Liga haben, die das bei anderen Vereinen oder in Sandhausen schon nachgewiesen haben. Deswegen gibt es für uns halt Vollgasversuchen, die Dinge so wie in Regensburg auf den Platz zu bringen und eben, ja, wenn es geht, eben relativ schnell auch mal wieder in Führung gehen. Dann ist es immer einfacher, dann halt Spiele zu bestreiten. Schenke. Sandhausen hat ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten relativ selten gewonnen. Ich glaube, 10, 11 Spiele, ein Sieg. Zu Hause bzw. auswärts noch gar nicht gewonnen. Würden Sie sagen, dass Hansa sogar leicht favorisiert in dieses Spiel geht? Also davon halte ich jetzt natürlich nichts, weil man das eigentlich in dieser Liga gar nicht sagen kann, weil das sind Woche für Woche Ergebnisse, wo dann halt Mannschaften, wenn ich jetzt nur vor 14 Tagen Magdeburg gegen Hamburg, da spielt der Zweite gegen den Letzten und am Ende gewinnt Magdeburg in Hamburg, was ihnen niemand zugetraut hat. Deswegen hier groß mit Favoritenrolle hin und her. Am Ende müssen wir es auf dem Platz zeigen, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen und so eben auch angehen. Und alles andere, das zählt im Vorfeld nicht. Ob wir sind Favorit oder wir sind nicht Favorit. Wir wissen, dass es halt eine unangenehme Aufgabe ist. Sie können dann hier ein bisschen stehen, können auf Umschaltsituationen lauern, haben vorne Tempo, auch Größe für lange Bälle. Deswegen da jetzt zu sagen, wir sind jetzt hier Favorit. Natürlich, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und auch gegen Sandhausen, weil wir wissen, dass es halt nochmal eine doppelte Bedeutung hat, jetzt auch in der Tabellenkonstellation. Aber jetzt zu sagen, wir sind jetzt der Favorit davon, halte ich jetzt nicht so viel. Adrian? Sowohl im Frühjahr als auch in der Aufstiegssaison haben Sie ja gemerkt, wie wichtig Serien sind, wie das einen Schub auch in der Tabelle geben kann. Inwieweit glauben Sie denn, dass jetzt nach diesem Sieg in Regensburg der richtige Zeitpunkt gekommen ist, auch endlich eine Serie zu starten? Es wäre ja die erste in dieser Saison. Und auch im Hinblick auf die kommenden Gegner, da die ja eben auch alle in der unteren Hälfte anzusiedeln sind. Ohne Frage, es wäre der perfekte Zeitpunkt, jetzt eine Serie hinzulegen, wo man dann halt ein paar Spiele gewinnt oder ungeschlagen zumindest bleibt. Das ist immer der Wunsch. Das ist auch, wenn in den Spielen, auch wenn du verloren hast, willst du ja schnell wieder zurückkommen. Deswegen, das nächste Spiel ist immer das Schwerste. Und das ist eben jetzt Sandhausen. Und darum geht es jetzt, also den Fokus total auf dieses Spiel. Und jetzt nicht schon wieder auch mit Serie und wir müssen jetzt, sondern nee, wir wollen jetzt dieses Spiel unbedingt gewinnen und wir müssen dieses Spiel isoliert betrachten und nicht schon jetzt irgendwie voraus auf Nürnberg oder dann noch Braunschweig. Das ist alles noch so weit weg, da kann noch so viel passieren. Da können verletzte Sperren dazukommen, wo man jetzt gar nicht sagen kann, was denn einen an diesem Spieltag erwartet. Wir können jetzt sagen, was uns mit Sandhausen erwartet. Und wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen, weil wir schon auch wissen, dass es auch eine große Chance für uns wäre, mit den drei Punkten auch in der Tabelle einen kleinen Sprung zu machen. Aber wir wissen auch, dass es halt keine Garantien gibt, sondern du musst halt, es geht wieder bei 0-0 los, du musst dir alles hart erarbeiten in dieser Liga und in jedem Spiel. Und das ist halt auch immer das Komplizierte, so als Mannschaft, so jetzt hast du gewonnen, jetzt kannst du eben auch nicht einen Stöpsel ziehen, sondern du musst halt dranbleiben. Und du musst es genau wieder so machen, mit derselben Intensität und nicht einen Schritt weniger oder 1% weniger zu geben. Und das ist die große Kunst und das ist unsere Aufgabe, die Mannschaft so vorzubereiten, dass sie dazu in der Lage ist. Und dann sind wir, wenn wir bei 100% sind, dann können wir aber jeden schlagen, gerade erst hier zu Hause in unserem Stadion. Danke. Die Abwehrkette hat jetzt am letzten Wochenende vielleicht nicht perfekt, aber noch gut funktioniert, so gut, dass es
kein Gegentor gab. Glauben Sie, dass Sie da jetzt Ihre Stammformation gefunden haben? Das müssen die Jungs sich auch immer Woche für Woche erarbeiten. Also wir hatten ja jetzt auch, weiß ich nicht, nach dem Magdeburg-Spiel, wo wir jetzt auch nicht so schlecht hinten gestanden haben, haben wir dann in Kiel halt in der ersten Halbzeit so viele Situationen zugelassen. Das ist halt, trifft für alle zu. Natürlich ist es wichtig, eine gewisse Sicherheit zu haben, auch zu wissen, okay, ich kann auch mal ein schwächeres Spiel machen, aber eben zu viele sollen es eben nicht sein. Und das bedeutet natürlich auch für die Kette, Woche für Woche dann eben auch abzuliefern. Und dann wird, wenn du 4, 5 gute Spiele gemacht hast, dann kannst du auch mal ein schlechtes machen. Aber in der Situation sind wir halt noch nicht gewesen, dass wir jetzt 4, 5 gute Spiele auch als Kette zusammengeblieben sind und dann eben doch stabil waren. Sondern das müssen wir uns eben doch erstmal wieder erarbeiten. Und dann kann man sagen, okay, vielleicht ist das eine Option, dann mit der Formation ein bisschen länger zu spielen. So, Tommy, du hast so lange gewartet. Los geht's. Ja, Stammkette war schon so ein gutes Stichwort. Jetzt ist es zum ersten Mal gefühlt jedenfalls seit Ewigkeiten, dass Sie nicht wechseln müssen. Zuletzt mussten Sie aufgrund von Verletzungen und Sperren viel wechseln. Wie sehr erfreut Sie das und ja, wie wahrscheinlich ist es, dass es vielleicht sogar mal die gleiche Elf wird wie in der Vorwoche? Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist da, aber trotzdem darf sich halt kein Schlendrian ein. Also für alle müssen halt auch die Jungs, die jetzt eben gespielt haben und dieses 3-0 auch verdient eingefahren haben, auch die müssen jetzt wieder wissen, okay, es geht bei Null los, ich muss scharf sein, damit wir auch gut spielen können. Und dafür gehört halt auch ein bisschen eine gewisse Anspannung dazu. Jetzt, wie gesagt, ich spiele jetzt so und so und jetzt kommt es ans Haus und lassen wir mal so laufen. Das wird halt nicht funktionieren. Deswegen versuchen wir schon auch immer irgendwo einen Daumen drauf zu halten. Und die anderen Jungs müssen halt auch sehen, das gibt halt, wenn jetzt einer wirklich katastrophal trainiert, dann müsste man trotzdem noch wechseln. Das ist jetzt nicht passiert in dieser Woche, aber es gilt halt dann immer irgendwo schon auch zu sagen, halt, das, was du in der Woche arbeitest, das sieht man in der Regel am Wochenende auf dem Platz. Und da haben wir in der letzten Woche gut gearbeitet und da haben wir jetzt in dieser Woche gut gearbeitet und jetzt hoffe ich, dass wir es eben wieder auf den Platz bringen. Was waren in dieser Woche die Schwerpunkte? Letztes Mal hatten Sie angesprochen, dass Sie in der Offensive, dass da nicht so viel gegen Lautern, dass schon Ballbesitz da war, aber wenig klare Chancen. Jetzt haben Sie 3 Tore gemacht. Ja, was stand in dieser Woche an? Ja, es geht dann immer dran. Also wir haben ja jetzt eine kurze Woche, so viel Zeit wie letzte Woche war es ja nochmal eine lange Woche. Also das waren halt 2 Tage mehr, wo du dann natürlich auch mehr Inhalte platzieren kannst als jetzt in dieser Woche. Aber wir haben alles nochmal angerissen. Wir haben viele Sachen nochmal wiederholt, auch aus der letzten Woche, um die halt einfach auch zu festigen und trotzdem eben die anderen Sachen nicht zu vergessen, dass wir halt auch gut gegen Ball arbeiten müssen. Das war ja auch in Regensburg oder jetzt, Sie haben es ja selber gesagt, für die Kette zu null. Es ist natürlich auch wichtig, dass man da als gesamte Mannschaft auch das nicht vergisst, auch wenn man sagt, okay, das Problem lag da vorher schon eher in der Situation, dass wir halt zu wenig Chancen uns erarbeitet haben. Du darfst aber jetzt nicht nur alles auf das eine Pferd setzen, sondern du musst das andere Pferd auch noch bedienen, weil das muss auch mitlaufen. Sie haben das schon öfter mal gesagt, dass, ich sage jetzt mal, Mittelfeldpressing nicht so die Option ist, dass die Mannschaft hoch verteidigt oder tief verteidigt. Jetzt in den vergangenen Spielen fand ich jedenfalls, dass sie gerade die Anfangsminuten immer sehr hoch verteidigt wurde. Ist das vielleicht so ein bisschen das Mittel jetzt zum Erfolg, um dann gut reinzukommen und gute Spiele abzuliefern? Ja, definitiv. Also wenn wir hier starten, dann wollen wir schon natürlich auch versuchen, eine gewisse Art von Druck auszuüben und nicht jetzt irgendwie passiv irgendwo hinten drin zu stehen. Ich glaube, das bekommt unseren Zuschauern auch nicht gut, wenn sie dann sehen, dass wir, ich meine, wir haben es notgedrungen gegen Paderborn so gemacht, weil wir wussten, dass sie viel Tempo haben und viel spielerische Klasse da in der ersten Halbzeit. Und da waren wir schon zwar defensiv stabil, aber ich glaube, so richtig gefallen hat es niemand im Stadion. Deswegen gilt es für uns immer auch Phasen zu haben, wo wir dann halt schon auch mutig sind. Und das bedeutet halt auch ein hohes Pressing mit all den Risiken, die halt auch ein hohes Pressing birgt. Das ist dann schon auch wichtig, dass wir da eine gute Balance hinkriegen, weil immer schaffst du es natürlich nicht, über 90 Minuten hoch zu pressen. Da brauchst du halt eine Mannschaft, die dann immer 125 oder Kilometer läuft. Das kriegt man nicht hin. Kai Prüger hat jetzt einen neuen Rekord persönlich aufgestellt. Svante hat auch einen neuen Rekord aufgestellt, nämlich in Torvorlagen. Und trotzdem gibt es relativ wenig Spieler, die mehr als ein Tor haben. Das sind halt Kai, Lukas erstaunlicherweise. Wie können Sie das verbessern? Wie vielleicht gerade auch bei Johnny, der steht bei einem Tor, wie viele andere? Wie sehen Sie das? Ist das ein Problem oder ist es vielleicht so gut, dass das verteilt ist? Oder wie bewerten Sie das? Naja, es ist immer gut, wenn du 2 Leute hast, die halt gleich so 2-stellig treffen, weil da sind die halt nicht ganz so ausrechenbar. Ich glaube, John hatte jetzt auch seine Chance.
oder vielleicht sogar 2-3 Situationen. Das eine Mal tut ihn der Breitkreuz halt noch klären zur Ecke, das andere Mal springt ihm der Ball vom Fuß. Also es sind schon so Situationen, dass er hätte jetzt schon auch Situationen gehabt, Tor zu machen, auch ein Viert mit dem Kopfball, den er dann halt vielleicht auch besser setzen kann. Und das ist erstmal wichtig, dass er diese Situation hat. Und dann wird irgendwann der Ball halt reingehen, wenn er nicht irgendwo vorher resigniert. Und das wird er nicht tun. Also muss er weiter dran arbeiten. Und wir müssen halt auch zusehen, dass wir weiter so eine Bälle halt spielen, wo er dann halt Tore machen kann. Und auf der anderen Seite ist es gut, wenn der Gegner auch weiß, Kai Brüger darf ich halt auch nicht vergessen, wenn der mal auf dem rechten Fuß hat, dann kann es halt auch immer klingeln. Und für Svante freut es mich halt auch, dass er da jetzt doch so viele Torvorbereitungen auch hat. Weil das natürlich für jeden Spieler dann irgendwo wichtig ist, ein bisschen ein paar Punkte zu sammeln in den relevanten Statistiken. Gerade für die Spieler, die offensiv spielen. Und auch wenn dann gerade die Kritik im Umfeld dann immer hoch ist, wir machen zu wenig Tore und so, dann ist es dann doch zu wissen, okay, die Jungs, die hier auf der Wiese stehen, die sind aber schon noch in der Lage, Tore vorzubereiten und Tore zu machen. Vergangene Woche war dann natürlich die Suspendierung ein großes Thema. Was ist jetzt eigentlich dabei rausgekommen? Wie haben die Jungs sich entschieden, die in die zweite oder freigestellt wurden? Da habe ich jetzt noch keine Info, ob die da jetzt bei der zweiten trainieren und spielen oder ob sie jetzt schon irgendwie ein bisschen wechseln. Das kann ich nicht beantworten. Letzte Frage von mir. Sie waren am Wochenende beim Basketball. Was haben Sie da mitgenommen? Vielleicht auch für Ihr Training oder für Ihre Spielvorbereitung? Oder waren Sie einfach nur privat? Ja, mehr oder weniger war ich privat zu dem Termin. Das macht mir trotzdem immer Spaß, auch andere Sportarten zu sehen. Und gerade wenn man dann halt so nah am Geschehen ist, das hatte ich auch noch nicht, dass ich direkt dann halt vorne am Parkett gesessen habe. Und man sieht dann schon, wie sie dann halt auch blocken. Das wären so Situationen, wo man sagt, die könnte man vielleicht irgendwo mitnehmen oder könnte man sich mal mit dem Trainer kurz schließen. Weil da läuft dann halt viel, dass die Spieler dann halt frei bekommen, entweder zum freien Wurf oder unter dem Korb. Und wie sie das halt machen, so wie da die Abläufe sind, das wäre schon auch interessant. Alles andere ist es halt, kann man die Sportarten nicht vergleichen. Du hast einen Ball in der Hand, da ist er halt immer irgendwie sicher. Das ist am Fuß halt nicht so der Fall, wie das halt im Basketball der Fall ist. Aber es ist ein toller Sport und ich freue mich, dass Rostock da jetzt eben doch einen Erstligisten hat und dass es auch so gut angenommen wird. Und ja, auch wenn das natürlich eine bittere Niederlage war, aber ich glaube, sie haben gegen die beste Mannschaft aus Deutschland gespielt und da kann man halt auch mal so ein Spiel verlieren. Deswegen sollten sie jetzt halt in den nächsten Spielen da auch ihre Schlüsse ziehen und wieder punkten, um dann halt die Liga einfach auch für die Stadt zu halten. Adrian? Ach, da machen wir erstmal Leo von Ostseewelle, der wartet auch schon sehr lange. Nochmal zum vergangenen Spiel. Was war denn der erste Gedanke jetzt nach dem 3-Punkte-Sieg bei Regensburg? Der erste Gedanke, ne, das ist für alle gut. Also wir waren erleichtert. Das ist der erste Gedanke. Aber du hast endlich diesen auch relativ souveränen Sieg mal geholt. Du hast zu Null gespielt, du hast 3 Tore geschossen. All diese Kritikpunkte, die in den letzten Wochen dann halt so immer wieder da waren, die hast du dann erstmal für einen Moment erstmal weggewischt, weil 3 Tore zu schießen, auswärts zu gewinnen gegen eine Mannschaft, die auch davor 2 Punktspieler am Stück gewonnen hatte, ist nicht selbstverständlich. Und deswegen waren wir da erstmal total erleichtert. Aber wie gesagt, am nächsten Tag hat man sich dann schon wieder Gedanken um Sandhausen gemacht und dann ist das Gefühl dann auch schon wieder fast vorbei und man muss sich fokussieren auf die neue Aufgabe und das haben wir getan. Adrian? Ich hätte noch eine Personalie. Nico Neidhardt hat ja vorige Woche links gespielt, als eigentlich oder oftmals Rechtsverteidiger. Könnte vielleicht kurz nochmal sagen, was den Ausschlag gab, wo er aktuell einen Ticken vor Lukoki und auch Strauß ist. Ich weiß, Schärfer ein bisschen angeschlagen noch, aber warum war oder ist er aktuell die Nummer 1 auf dieser Position? Na gut, erstmal ist ja Nico einer, der fast, glaube ich, wenn er gesund ist, alle Spiele gemacht hat. Vom letzten Jahr viele Spiele gemacht hat und auch da immer wieder die Seiten gewechselt hat. Also klar, Makridis läuft über 35 km/h, deswegen haben wir gesagt, okay, dann ist es vielleicht sinnvoller, da mit Ananou auf der Seite zu bleiben, weil er es ja dann eben davor eben auch 2-mal gespielt hat und Nico, der dann halt verletzt war, dann einfach auf die linke Seite zu bringen, auch weil das, glaube ich, insgesamt von der Statik her auch auf Regensburg ganz gut gepasst hat und deswegen war das gar kein Problem und
weil er das eben aus der Vergangenheit kennt und immer da auch zwischen links und rechts geswitcht ist. Und ist ja einer unserer Spieler, die halt fast immer spielen, wenn sie gesund sind. Aber halt jetzt nicht, glaube ich, das liegt da nicht ganz bei 100%, aber fast. Und deswegen gilt es natürlich dann auch die Jungs, die eben doch funktionieren, dann auf den Platz zu bringen. Und das hat Nico gut gemacht in Regensburg. Aber die Chance ist auch da, dass er sich auf der linken Seite festspielen kann? Oder war das jetzt nur der Tatsache geschuldet, dass eben zwei noch ein bisschen angeschlagen waren? Nee, also das ist, das kann dann natürlich auch, wir haben jetzt eine Mannschaft, die, wie gesagt, einen gewissen Rhythmus hat, auch hinten in der Kette. Man wechselt jetzt ungern, wenn man nicht irgendwie das Gefühl hat, dass jemand exorbitant besser ist als der andere, um da auch in eine gewisse Abläufe reinzukommen. Und deswegen ist Nico für uns ein wichtiger Spieler und muss natürlich auch immer mit Leistung überzeugen, aber das hat er in den letzten Jahren gemacht. Deswegen ist es dann auch eigentlich egal, ob er dann links oder rechts spielt. Für ihn ist es halt wichtig, dass er auf dem Platz steht. Jantet Jugite in der 1 Radio MV. Normalerweise haben sie das drittletzte Hinrundenspiel ja irgendwie Mitte Dezember. Und da schaut man ja gewiss schon mal so auf den Kräftezustand. Merken Sie da jetzt irgendeinen Unterschied Anfang November, was den Fitnesszustand und den Kräftehaushalt der Mannschaft angeht? Naja, ist ja jetzt ein bisschen schwierig, weil ja so ein paar Jungs ja sich immer eine Pause auch genommen haben, ein bisschen unfreiwillig. Und das, wir haben jetzt auch keine englischen Wochen. Das ist überhaupt kein Problem, wenn du eine normale Woche hast und nicht krank warst, dann halt auch abzuliefern. Also da merken wir jetzt also gar nichts. Wir sind jetzt auch in den Daten eigentlich in der Regel immer vorm Gegner. Jetzt, was so die Laufdaten anbetrifft, und das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Und also da mache ich mir jetzt die wenigsten Sorgen, dass wir jetzt in den drei Spielen irgendwie kräftemäßig dann irgendwie wegrutschen. Frage ging eher in die Richtung, so ein Profifußballer hat ja auch seinen ganz persönlichen Jahresbiorhythmus, dass das vielleicht einfach ungewöhnlich ist, dass man jetzt eben Anfang November schon das Hinrundenende vor Augen hat. Ja, aber gut, wir hatten eine ordentliche Vorbereitung. Und die hält halt oder muss halt so lange halten. Und jetzt dieses Jahr haben wir nicht eine kurze Winterpause, sondern haben eben eine lange Winterpause und machen demzufolge nochmal eine komplette Vorbereitung, wie wir es im Sommer gemacht haben. Und deswegen, ich glaube nicht, dass das jetzt für die Jungs eine große Umstellung ist. Weil im Normalfall bist du halt mitten in der Saison, Mitte November. Und jetzt ist es dann zwar schon das Ende, aber ich glaube so, da merke ich jetzt nicht, dass bei den Jungs irgendwie die Kräfte verschleißen. Die Plätze sind noch gut, wir haben super Wetter noch gehabt bis jetzt. Also auch da hilft uns das natürlich. Und ja, ich hoffe, wir holen noch genügend Punkte in den drei Spielen und dann können wir in aller Ruhe auch in Urlaub gehen. Danke. Ich würde mal ganz kurz zum Anfang zurückkommen wollen. Pascal Breyer, können Sie das auch noch mal genauer spezifizieren? Es ist ja schon jetzt sehr viele Wochen, dass er Rückenprobleme hat. Ich glaube, letzte Saison hat er auch schon Schwierigkeiten gehabt. Was ist das genau? Was macht er zurzeit? Was kann er machen und wie könnte das weitergehen? Er macht unheimlich viel. Also sag mal, er hat ja dann schon auch immer noch mal seinen speziellen Therapeuten, wo er oft auch hinfährt, der ihn dann halt auch noch mal extra behandelt, weil er ihn schon lange kennt, der trainiert. Ist halt regelmäßig da, versucht dann halt irgendwo diese Schwachstellen auszumerzen. Es ist dann halt immer so, Rücken ist oft so eine Disbalance zwischen Bauch und Rückenmuskulatur. Und das ist halt auch nicht innerhalb von 2 Wochen oft trainiert, sondern jeder, der dann irgendwo sich ein bisschen mit Muskelaufbau befasst, aber halt, das sind so Dinge, die halt Zeit brauchen und die müssen wir ihm halt geben. Gerade, dass halt so dieser Kernbereich einfach stabil ist bei ihm. Und da muss man ein bisschen geduldig sein. Wie steckt er das so weg? Naja, er ist schon dann, das fällt ihm manchmal nicht ganz so einfach, würde natürlich auch gerne auf dem Platz stehen, aber trotzdem kann man sagen, dass es halt sehr professionell damit umgeht und dass er halt daran arbeiten muss, um dann halt auch, auch stabil wieder zurückzukommen. Ali Bieber von Radio Loro. Herr Hertel, der Spieltag findet ja nun im Rahmen dieser ganzen großen Spendenaktionen statt. Das wirkt sich ja auch auf die Trikots der Profis aus. Kriegen Sie mit, ob darüber in der Kabine vielleicht geredet wird? Und wenn ja, was?
Ja, man kriegt das schon mit, weil es sind ja viele Aktionen geplant. Da sind ja die Spieler dann irgendwo mit eingebunden. Und ich glaube, jeder kann das natürlich verstehen. Also ich glaube, auch unsere Jungs sind ab und zu mal im Supermarkt, sehen, wie sich halt die Preise verteuern, dass das halt auch manchmal das Angebot ein bisschen dünner ist, gerade wenn man dann relativ spät einkaufen geht. Und dass das dann gerade für Menschen, die halt nicht so viel Geld haben oder die obdachlos sind und die darauf angewiesen sind, dass sie halt von den Tafeln irgendwo ein bisschen Lebensmittel auch erhalten, dass es für die Gesellschaft ein wichtiger Beitrag ist. Und deswegen ist das schon noch ein Thema, auch wenn das jetzt natürlich, klar, das Sportliche, das hat bei uns den Vorrang. Aber das ist natürlich Dinge, über die auch gesprochen wird. Ali hat schon gesagt, am Freitag Sondertrikot, auch zugunsten der Tafel. Die Matchworn-Trikots werden im Nachgang auch noch versteigert. Alle Informationen dazu natürlich auf unserer Seite www.fc-hansa.de. Eine wichtige Info fehlt noch. Wir rechnen mit bis zu 24.000 Zuschauern. Und 1.000 Plätze haben wir wieder für Mecklenburger und Pommern reserviert, die in systemrelevanten Berufen unterwegs sind. Und natürlich haben wir auch die ehrenamtlichen Helfer der Tafeln in Mecklenburg-Vorpommern eingeladen. Ja, ihr seid auch da, freuen uns. Viel Erfolg. Danke.